Leute, was geht ab? Willkommen zu einem endlich neuen Let's Play auf unserem Kanal. Und zwar The Legend of Zelda, The Wind Waker HD für die Wii U. Ich würde mal sagen, ich drücke einfach mal schon den beliebigen Knopf, den ich hier nicht finden werde. Seht ihr? Okay. Ich kenne dieses Zelda ganz und gar nicht. Ich zock das komplett blind. Ich habe keinen Plan, was uns erwartet. Das Einzige, was ich weiß, dass aktuell jeder mit dem Projekt startet. Ich weiß nicht warum. Ich hatte das schon mega lang in Planung. Ich konnte mich aber nie entscheiden zwischen Ocarina of Time oder Wind Waker. Und ich habe Ocarina of Time schon mal Let's Played. Und das war so... Ja, das war eigentlich ganz cool. Wait, what? Hallo? Ah. So. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Allerdings, nach ungefähr 20 Folgen hatte ich keinen Bock mehr und dann dachte ich mal, ein komplett blindes Zelda ist doch 100 Mal besser, oder? Dies ist einer der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. War einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kraft der Götter. Das Böse hat Auge gemacht. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, Versprecher inklusive, tauchte plötzlich ein Jüngling gewandt im Grün der Wiesen aus dem Nichts auf. Mit Sprachfehlern. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und wandte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legenden. Aha. Die Strichmännchen da hinten sind cool. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt haben zu schien, klingt irgendwie wie meine bipolare Störung, kroch einmal mehr aus dem Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Okay. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber, ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde? Ja, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Sad Story. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. 18, weil er dann legal ist. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Ja.
Damit beginnt auch das Spiel. Präludien. Also es ist halt wirklich komplett blind. Das Einzige, was ich weiß, ist, was auf der Insel vor sich geht. Mimsu! Weil ich das im Stream gezockt habe, beziehungsweise angetestet habe, um zu gucken, ob es mir gefällt. Und es hat da übelst gebockt. Mimsu! Ich glaube, du solltest dein Fernglasrohr, Mimsu, nicht so schleifen lassen, sonst geht's kaputt. Da bist du ja. Könnte ich mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Mimsu, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Boy, du wirst 18, jetzt bist du legal. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Mimsu, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Okay, können wir? Oh, jetzt können wir. Oh, okay, cool. Wir können uns jetzt bewegen. Was ich immer an Wind Waker cool fand, beziehungsweise ich habe immer Wind Walker gesagt, erste Texas Ranger Wind Walker, ist die Grafik. Dieser Artstyle ist einfach pornös auf gut Deutsch. Das erinnert mich so an einem damaligen Cartoonspiel, was ich auf PlayStation 1 gesuchtet habe. Und das war übelst geil. Was geht mit seinen zwei Antennen da hinten ab? Empfängt er damit Sat.1 oder was? Okay, so. Die Kamera ist extrem schnell, obwohl meine Empfindlichkeit auf schon 10% runtergedrosselt ist, so gesehen. Können wir hier vielleicht... Ah, okay. Ich dachte, da würde ein Rupee rauskommen, aber nicht schlimm. So, lass uns mal mit den Typen hier talken. Oh, Mimsu. Heute ist also dein Geburtstag, hä? Alles Gute, mein Junge. Kaum zu glauben, dass du schon so alt bist. Weißt du, in deinem Alter, da weißt du ein richtiger... Ne? Alles klar. Da merkt man erst, wie schnell doch die Zeit vergeht. Das ist wie bei meinem Rasen. Weißt du? Ich könnte schwören, ich hätte ihn erst gestern gemäht. Doch heute ist das Gras schon wieder kniehoch. Ha, Mimsu. Hättest du nicht auch mal Lust, eine Runde Gras zu mähen? Man findet oft die erstaunlichsten Sachen im Gras. Aber ohne passendes Werkzeug ist dies leider nicht möglich. Ja, ich glaube, wir mähen keinen Rasen. Tschüss. Warte mal. Konnte man nicht ins Haus rein? Man konnte ins Haus rein. Cool. Jump. So. Bücher. Oh, das ist ein Rupee. Habe ich schon längst gesehen. Warte. Warum ist die Steuerung verkehrt herum? Option. Zielmodus halten. Ansicht. Standard. Controller, links, rechts, umkehren, Ego-Ansicht, oben, unten umkehren, ich glaube, das war das, oder? Spielmodus wechseln, definitiv. Steuerungshinweise an, okay, von mir aus. Speichern wir das Ganze, damit die Optionen gespeichert werden. Ja, und fortsetzen, natürlich, klar, nee, können auch noch. Jawohl, viel besser, okay. Jetzt ist oben oben und unten ist unten. Ich hab das immer damals gehasst in diesen PlayStation 1 Games. Lass da runtergehen. Ducken ist ZR, okay. Ich hab das immer bei den PlayStation 1 Games gehasst. Kennt das wer? Vor allem die Englischen, die nie ins Deutsche übersetzt worden sind oder die nur zur Demo vorhanden waren. 20 Rubine, cool. Die hatten immer verkehrt rumme Steuerung. Immer. Immer. Ich weiß nicht warum. Das hat mich übelst getriggert.
Okay, wir haben 20 Rubine. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Richtung Main City. Obwohl, da sind auch noch Rubine, die ich gerne snacken möchte. Was sagst du hier? Emsu, hallo. Was meinst du, kann man wirklich bis da nach hinten springen, wenn man seinen ganzen Mut zusammennimmt und ordentlich Anlauf nimmt? Ja, hier, sieh zu. Bumm. Skibidi pop pop. So, ich bin drüben. Und wir haben schon 37 Rubine. Läuft bei uns. So. Was sagst du jetzt? Ob ich wohl auch mal so toll springen kann? Sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. So, der Typ. Ja. Keine Ahnung. Eine Krabbe. Kann ich die auch aufheben? Nö. Nö. Okay, dann nicht. Also, was ich mir auf jeden Fall geplant habe in der Zukunft für dieses Let's Play ist, gechillt. Gechilltes Commentary, gechillt, zocken. Wenn ihr was in den Kommentaren zu sagen habt, dann sehr gerne. Außer so Hardcore-Spoiler, aber wenn ihr sagt, hey, du hast da und da ein Item vergessen, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Sehr gerne gesehen, denn nur sowas bindet eine starke und, das Wort, das ich suchen wollte, war verlässliche Community, die ich ja aufbauen möchte. So, das heißt, euer Part, wenn ihr ihn möchtet, keiner ist gezwungen, euer Part ist dann so gesehen, mir zu sagen, hey, du hast da und da eine Truhe eventuell vergessen oder da und da ist, sind Rupees. Lasst es mich wissen. Ich habe ein Wildschwein entdeckt. Kannst du es fassen? Ein Wildschwein. Siehst du es? Das Schwarze da, meine ich. Wo ist es denn hin? Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten, verstehst du? Hör mir zu. Hör mir zu. Hör mir zu. In solchen Fällen darfst du nicht wie ein Trampel dich so verhaltenmäßig lesen. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Willst du dich annähern, drücke ZR, um dich zu ducken und pirsche mit Hilfe von L ganz langsam, behutsam und vor. Ja, okay, alles klar. Auch ein guter Trick ist es, sie mit etwas Futter abzulenken, okay. Ist das ducken oder meinte er das... Warte mal. Aber, hä, das ist ja... So legen wir uns ja hin. So ducken wir uns ja und... Ah, okay, es geht nur so. Und das Schwein meint er, oder? Okay, ja, hier können wir noch nichts machen. Hier... Ich glaube, das war der Merchant, ne? Also der Händler. Ich glaube, da war ich auch noch einmal... Das, seht ihr das? Da leuchtet irgendwas im Meer. Okay. Kommen wir aber auf jeden Fall nicht hin, weil wir noch nichts haben, um ins Meer zu gehen. Talken wir mal mit dem Typen. Wieso halte doch mal ZL gedrückt und sprich mich an. Okay. Sehr gut, ausgezeichnet. Du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung. Okay, Tutorial. Diese Funktion ist überaus praktisch. Bla bla bla. Abgesehen von hier erwähnten gibt es aber auch noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten der Zielerfassung. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringe? Klettere doch einfach auf die Leiter dort. Okay. Mimso, es stehen schwierige Zeiten bevor. Nur der Weise und Belesene wird bestehen. Wer weise werden will, muss jedoch zuerst lernen, den Lauf der Dinge und der Welt zu verstehen. Ich habe mich schon den Studien verschrieben, da warst du noch klang. Da warst du noch lang, wenn ich geboren noch klange. Du bist ein kluger Junge. Ich war der Auffassung, ich könnte dir einiges beibringen, deswegen habe ich dich hergebeten. Die Lektionen, die du an der Wand siehst, beruhen alle auf meinen lebenslangen Studien. Ich bin überzeugt davon, dass sie dir eine gute Lebenshilfe sein werden, also lies sie bitte alle mit großer Aufmerksamkeit durch. Mhm. What? Was ist das wieder für ein Lärm da unten? Kann man denn nicht einmal seine Ruhe haben? Die ganzen Sachen in meinen Regalen sind auf den Boden gefallen. Also wirklich, mein jüngerer Bruder, der unten wohnt, ist für wahr eine Plage. Tag ein, Tag aus stehlt er seinen Körper. Ich frage mich wirklich, wann er wohl das letzte Mal ein Buch in die Hand genommen hat. Bemba, die Bilder? Warum hält er überhaupt so verbissen an der Kunst des Schwertkampfes fest? In der heutigen Zeit ist das doch vergebliche Lebensmüde? Ich hab keine Ahnung. Wegen seines Körpers vernachlässigt er voll seinen Geist. Also doch ein Bodybuilder.
So, hast du hier vielleicht irgendwas Wichtiges? Warte mal, kann ich das Teil gegen seinen Kopf werfen? Ah, alles klar. Zero fucks given. Okay, tschüss. Zero fucks given. Ich wollte da runterspringen, danke. Yo, Digga. Du, deine Oma hat dich gerufen. Und meine Mama hat dich auch gerufen. Yo, okay, Oma hat gerufen. Wir gehen zur Oma. Hier wohnt nämlich die Oma. Nebenbei nur. Spoiler Alert. Holy shit. Oma? Vielleicht O? Ah. Warum erinnert die mich irgendwie an diese Mrs. Goodwin von... Wie war das nochmal, dieses Pocket-Horror-Game, was wir gezockt haben? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, ihr wisst es aber. Die sieht irgendwie genauso aus wie diese Mrs. Goodwin. Oh, hier sind Familienfotos. Gut, okay. Was hat Oma zu sagen? Mimsu, ich habe auf dich gewartet. Mimsu. Probier doch mal das hier aus. Wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Bim, 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 bim. What the fuck is Link's face? So. Oh Gott, das ist so hässlich. Du hast das Heldengewand erhalten. Ach, warum juckt es mich jetzt auf einmal so krass? Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreichst, wie damals als der Held aus der Legende. So. Ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet. Wie gesagt, 18. Und in der Kunst des Schwertkampfs unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfs beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, heißt nicht das Schild? Okay. Ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Verstehst du? Grrr. Mimsu, freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Feuer vor allem. Gut, bitte geh und hole deine Schwester. Wir müssen jetzt Ariel holen, okay? Aber vorher möchte ich mich noch erkunden, denn was ich auf jeden... Drück einfach mal A. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass hier es eine Farm gibt und die Frau Schweine sucht. Soweit habe ich es ja auch gezockt damals im Stream. Ups. Ups. So. Ach, warte mal. Es war hier doch noch ein Secret, oder? Ja, ich glaube hier rein. Das weiß ich auch noch. Alles klar. So. Schon komisch, ich sage das komplett blind, ist es aber auch. Ich habe halt nur das getestet im Stream. Das können die Leute, die im Stream waren, natürlich auch bestätigen. Nur die Insel. Und danach habe ich ausgemacht. Obwohl es mir übelst gebockt hat. Orangenrubin, 100 Rupees. Sehr schön. So, jetzt weiß ich das nur noch mit der Frau und ihren Schwein. Und wenn wir dann die Insel verlassen, ist es komplett blind. Dann weiß ich gar nichts. Überhaupt nichts. Kann man da rauf? So weit können wir gar nicht springen, oder? Ich glaube nicht. So, wir nehmen unser Schwein hier schon mal mit. Naja. Boah. Kommst du wohl her? Komm jetzt her! Komm jetzt her! Nice. So, das ist nämlich die alte Olga hier. Zack. So,
Ich weiß nicht, ob man das wiederholen kann. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall einmal Rupees gibt, wenn wir ein Schwein ihr besorgen. Ob das wiederholbar ist, kann ich nicht sagen. So, was befindet sich denn hier? Hier befindet sich nichts. Okay. Gut. Dann müssen wir eigentlich zu unseren Schwester. Aber vorher will ich diese Frau hier noch ansprechen. Hallo, Mimsu. Gratuliere. Das steht dir wirklich ausgezeichnet. Und weil ich jetzt 18 bin, was hältst du davon, wenn wir in dein Zimmer gehen und... Deine kleine Schwester hat dich vorhin gesucht. Da fällt mir ein, als mich deine Schwester neulich angesehen hat. Beziehungsweise, okay. Sagte sie, sie wolle auch schnell groß werden. Und wie ich Krüge trage. What? Meinte damit, könne sie ihrer Großmutter zur Hand gehen. Sie will groß werden, um Krüge zu tragen? Wenn du sie triffst, dann sage ihr doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie ihn durch Drücken von A aufheben. Natürlich, das wird sie auch machen, weil sie ein NPC ist. Und tragen, so. Okay. Wie dem auch sei. Warte mal, warte. Der Typ hat doch Schweine gesucht für seine Frau. Warte, wenn wir das schwarze Schwein zu ihr bringen, das wird wahrscheinlich diese Oma da sein. Danke, die Oma hier wahrscheinlich auf der Schweinefarm sein. Bringt das was? Und rein mit dir. Bringt das jetzt eigentlich was? Hast du mir wieder ein Ferkel gebracht? Wunderbar, jetzt fühlt sich das andere bestimmt nicht mehr so einsam. Oh, okay. Das heißt, das andere Schwein am Anfang können wir auch noch zu ihr bringen, aber... Hab ich gerade nicht so Lust drauf. Unsere Schwester sollte ja, glaube ich, sich noch hier oben befinden. Was macht der denn für geile Geräusche? Läuft ein hinterher? Oh, ich feiere den Typen. Der gefällt mir jetzt schon. Bester Charakter auf dieser Insel. Oh, okay. Hier ist ein... Link? Leiter? Da hinten ist eine Insel. Ganz da hinten. Da hinten ist ein Boot oder so. Da ist auch eine Insel. Und sonst sehe ich nichts. Ich sehe da hinten nur einen Sturm aufziehen. Oder sind das nur die normalen Wolken? Das sind nur die normalen Wolken, okay. Hm. Oh, Mimsu. Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist sie darin nicht heiß? Aber es steht ja hervorragend. Mimsu, steck doch mal bitte deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz. Und den leihe ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag. Nice, du kannst Items je nach Bedarf auf dem Gamepad berühren und verschieben. Wie gut, dass wir einen Pro-Controller haben. Na, und? Freust du dich? Gleich es gerne, du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Oh, hör dir doch mal unser Haus von hier aus an. Du wirst Augen machen. So, dann rüsten wir mal unser Fernrohr aus. So, Mimsu, probier doch mal durch Bewegung von L... Zoom, okay, cool. Wie zoom kannst du den roten Briefkasten? So, okay. Ich merke gerade, wenn wir aber zoomen, vor allem im Fernrohr, dann... Kannst du den roten Briefkasten vor unserem Haus sehen? Ja. Sehe ich doch, da. Aber ich merke gerade, wenn wir zoomen etc., dann ist das wieder verkehrt rum. Ich glaube, ich muss die Einstellung umändern. Mimsu, sieh doch mal nach oben. Da habt ihr das gesehen. Ich musste wieder...
nach unten zielen, um nach oben zu kommen. Okay. Wie kann der eigentlich alleine seine Kanone laden, feuern, ziehen, spannen? Okay. Der Typ ist ein Multitalent. Ohne es was zu berühren, kann er es machen. Da, seht ihr, der ist komplett alleine. Damn, Knockout. Okay. Jemand ist in dem Wald da oben gefallen. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in dem Wald Eine sie? Okay, wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich. Ja. Das heißt, wir müssen Schwert und Schild besorgen. Schild kriegen wir bei unserer Oma. Schwert wissen wir noch nicht. Da oben ist außerdem Rupee. Da. Ja. Schwert wissen wir leider noch nicht. Werden wir auf jeden Fall finden, erkunden. Und ja, so. Den guckt auch ganz merkwürdig schon. Wenn euch dieser Start, diese LPs gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge Wind Waker wieder. Also, ich bin raus. Peace.